Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Staxel. Der Mike ist auch am Start. Hallo. Und der Mike macht gerade Experimente. Gott sei Dank nicht mit Ja. Yogi Bär, sondern er testet, Mann. ob es noch so ist, dass es reicht, wenn Mein die Rechner Ecke verbaut. Ja. von etwas drin ist. Ich habe mein Dach fertig. Mein Dach ist fertig. Oh mein Gott. Was? Mann. Anders? Liegt das im Bereich des Möglichen? Wo ist die Schaufel? Da ist die Schaufel. Dann wegschaufeln. Wupp. Fertig aus? Mildred, endlich hast du ein Dach über dem Kopf. Gut, Naja. hatte sie vorher auch, aber darum geht's jetzt nicht. Darum geht's jetzt. Hier müssen wir noch einen Block hinsetzen. Wunderbar. Wunderbar. Das heißt, auf zu neuen Abenteuern. Ich fühle mich wieder wie ein Mensch. Mein Dach ist fertig. Endlich. Dann können wir Ja, das. Ja. reichen danke. Die Tiere, die stellen sich die ganze Zeit hier in den blöden Weg. So. Ja, die wollen gucken, was du machst. Die müssen es ganz genau beobachten und kontrollieren. Ob du das auch korrekt machst. So, Voll sieht da klack. drin jetzt ein bisschen eng aus, aber naja, egal. Ist halt kuschelig. Ja. Ist, man muss nur die richtigen Begriffe finden, um es zu umschreiben. Es ist nicht eng, es ist kuschelig oder romantisch. Es ist nicht heruntergekommen, es ist was für Handwerker. Oh. Sonst bestäuben wir ein bisschen die Bienen. Nein. Dampfen, rauchen, wie auch immer. Eine kleine Biene, die nehme ich mit in eine Mine. So, kleine Biene. Komm schon. Und Schon auch jetzt ein du. drittes Schwein. Wo ist jetzt ein drittes Schwein? Mike wird zum Schweinefarmer. Ich sehe schon. Nein, ich habe was vor. Eine Schweinefarm zu öffnen. Ach, der. Das wäre mein nächster Tipp gewesen, nachdem ich dachte, du willst eine Schweinefarm eröffnen, dann habe ich gedacht, du willst eine Schweinefarm eröffnen. Aber nein. Wenn Wird jetzt da gleich noch drin? ein böser Wolf kommt, dann mache ich mir Sorgen. Ein kleines Schweinchen und der böse Wolf. Könnte ich was nachspielen? Gegen alle drei so kleine Hütten, die wir regelmäßig abreißen. Erstmal noch eine Runde Kaffee ernten. Oh Das yeah. können wir auch machen. Oh yeah. Da habe ich nicht lang genug gedrückt, sondern einfach nur drauf gedrückt und es war nicht mal aufgeladen. Dann geht's so natürlich nicht. So nicht. Oh, alles rein. Alles raus. Das ist ein bisschen Stachselhaus. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen viel zu viel Salzhorn gekauft. Wie viel hast du gekauft? So, 1, 2, 3.000 Stück. 151. Ach, 151. 150 wäre nicht genug gewesen. Nein, 151 kauft der Herr. Ich sehe schon, ich sehe schon. Du hast ein bisschen Das was vor. Ding Was will ich mit Salzhorn? du. Nein. Ich möchte deinen Müll nicht haben. Nein, niemals. Oscar vielleicht, ja. Oscar ist ja bekannt dafür, dass er gerne Sachen von anderen Leuten durchwühlt, aka Mülleimer. Daher, ja. Könnte, also da sehe ich ihn. Da sehe ich ihn definitiv. Ja, Dinge tun. Den alten Müll schlucke. Blub, blub, blub. Boom. Das haben wir mal gemacht. Das hier drüben haben wir auch gemacht. Und dann würde ich sagen, mehr Kaffee für alle. Mehr Kaffee. Kaffee. Denn ich bin gerade sehr verlockt, meinen Rollladen hochzumachen, um zu gucken, ob es noch schneit. Das ist so ultra laut. Mach ich mal nach der nächsten Aufnahme. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 10:45 Uhr. 10:45 Uhr. Okay.
Da sollte der Großteil meiner Mitbewohner wach sein. Weil die Rollläden hört man immer durchs ganze Haus, sprich morgens um 8 oder so will ich die ungern hochziehen. Wenn es nicht sein muss. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Tiere das Haus. So. Kaffee geerntet. Können wir hier das Inventar natürlich mal wieder leerräumen. 12 Eier. Ein seltener Pilz. Weiße Pilze. Grüne Pilze, rote Pilze, Schimmelpilze. So, der seltene Pilz kommt natürlich auch ins Regal, wo er hingehört. Speck. Ein paar Eier. Ach Moment. Ja, direkt gebraten. Das habe ich fast schon vergessen. Ich glaube, ich habe noch Blöcke von dir. Was für Blöcke? Der Salzhorn ist nicht von mir. Nein, große Ziegelblöcke. Große Ziegelblöcke. Ja. Kannst du gerne auch behalten. Für deine Schweine und Kann gut sein. Wenn du sie haben willst, behalte sie ruhig, wenn nicht. ich habe sie schon zurückgegeben. Oha. Da war die Polizei da. Emilia, was hast Ja. du wieder angestellt? Was hast du angestellt? Warum war die Polizei da? Emilia, sprich mit mir. Königliche Hochzeiten sind dein einziger Albtraum. Oh mein Gott, sie hat auf einer königlichen Hochzeit randaliert. Diese ganze Schickeria mit all ihren Beschwerden. Da muss man einfach ausrasten. Wie soll ich die Torte jemals perfekt hinbekommen? Oh, ach so, okay. Hier fehlen 38 Zucker. Ich sehe schon. Soll ich denn so schnell 38 Zucker herbekommen? Live! Ja, live, seine Fenster sind durchsichtig, wenn man weit genug weg ist. High Life. Lebst du das High Life? Ach, Life hat ja gar keinen Zucker. Emilia! Dein Laden ist zu. Egal, ich geh rein. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 38 Zucker. Ich kann zählen. So. Wow. Grüße gehen raus an Oskar. Hi Oskar. Hattest du eigentlich rausgefunden, wem der blaue Socke gehörte? Oh, ein Pilz. Oh, noch ein Mein Tag Pilz. wieder voll. Wieder dein Inventar ist voll. Mike, da musst du drauf achten. Ist ja Ja. also. Ist gefährlich, ja? Ein volles Inventar. Muss man aber aufpassen. Hopp, weg damit. Hui! Oh, es ist noch gar nicht so spät. Sieht nur relativ dunkel aus. Ja. Ja. Reif? Nö, ihr seid erst morgen reif, oder? Und zur Check, ob hier noch irgendwas. Aber auch die Kokosnüsse. Hallo. Und die. Ah! Gut, dass ich geguckt habe. Die Orangen sind reif. Machen wir hier noch eine Runde nächtliches Orangenernten. Weil wir es können. Einfach weil wir es können. Eine Orange. Zwei Orangen. Drei Orangen. 31 Stück. Ja. So. Ich bin gespannt, ob bald ein Update kommt. Ich auch. Um. Die Blätter können wir mal runterbringen, die brauchen wir nicht. Aber ich habe tatsächlich auch nicht geguckt. Normalerweise, bevor wir aufnehmen, gucke ich mal kurz, ob irgendwelche News im Dings drin stehen. Ich hatte nicht geguckt, weil letztes Mal haben sie es ja angekündigt. Wollen wir schlafen gehen? Ich glaube, nach der Folge gucke ich mal kurz, ob da irgendwas steht. Beziehungsweise ich könnte natürlich auch meinen Laptop aufklappen und parallel mal gucken, ob ich da was sehen kann. Aufwachen. Ich glaube nicht. Ich bezweifle es auch irgendwie. Aber you never know. Hi Rufus. Rufus, ein bisschen Hundefutter. Jawohl, der Herr. Frisch gepresstes. Hallo Bell. Hallo Freddy. Oh, ihr seid alle draußen. Genießt ihr den Regen ein bisschen? Ja, ihr habt einen schönen großen Auslauf.
weiß, das gefällt euch. Das gefällt euch. Fällt mir ein, ich wollte noch einen Wassertrog bestellen. Esther? Ich kann dich nicht mehr. Mach den Gesinn. Schafsmilch gibt's ja nicht hier drin. So, Hannibal. Und? Parallel habe ich das Passwort meines Laptops angegeben. Jetzt starte ich Steam. Oh mein Gott. Was wird passieren? Oh, es fragt mich nach einem Passwort. Okay. Wer hätte das erwartet? Schere. Weltmaschine. Pilz. Hallo Pilz. Upp, wenn damit. Klack. Es ist schon der 15. Frühlingstag. Das heißt noch 2 Tage, bis ich was einpflanzen kann. Mein Zuckerrohr. Hallo, Ida, Rosi, Bertha, Faye, Alfredo. Was geht ab? Was geht ab, Mädels? Ich hab ihn gerade fliegende Kacke gesehen. Du hast fliegende Kacke gesehen? Ja. Na gut, da ist die Frage, ist die Wissenschaft zu weit gegangen? Weißt du, erst fliegende Fernseher und was dann? Das nächste, fliegende Kacke. Geil. Ja. Oder es gibt jetzt Affen, die mit Kacke schmeißen. Das kann natürlich auch sein. Jeder weiß natürlich, Affen schmeißen immer mit Kacke. Daher, ja. Komm mal kurz zu mir. Warte kurz. Da fliegt ja einiges an Partikeln, wenn man so ein Schaf schert. Ja. Ja, fliegende Kacke? Ich hab mir ja neues Schwein geholt, ne? Sniffer. Na, eine kleine Koksnase. Sniffer. Ja, sniff so ein bisschen Koks weg. Okay. Ich schon. Nein, du hast eine sehr interessante Drogenfarm. Ja, ne? Erzähl es doch, du wolltest gar keine Schweinefarmer werden, du wolltest ein Drogenfarmer werden. Aha. Deswegen auch das Polizeiausfit, dass jeder denkt, ach nee, das ist ja ein Polizist, mit Drogen hat der nichts am Hut. Ja. Oh, jetzt hast du schon ein Schwein, was die Drogen sucht. Ich sehe schon. Oder ein Trüffelschwein, das kann natürlich auch sein. Ich möchte dir natürlich nichts unterstellen. Aufpassen, jetzt Kontakte zur Unterwelt, ja? Nicht bis hierhin. Überfällt. Also, ehrlich, wir sollten eine Razzia bei ihm machen, am besten. Ja. Hast du auch hinten meinen Stall gesehen, der zum Auslaufen ist? Ja, den habe ich gesehen. Schön, ein Baum noch. Schön. Ja. Ein Bäumchen. Finde ich aber irgendwie ein bisschen klein, aber naja. So halt gucken, ob der noch expandieren kann. Ich meine, mit den Drogengeldern sollte das ja gar kein Problem sein. Eine Expansion. Ja, ein paar weiße Pilze, ein paar braune Pilze. Können wir noch einstecken? Oh, Früchte und mal. Und? Oh. Ein bisschen Wolle. Oh, ein bisschen Mango. Das ist ein bisschen blöd. Na gut. Und noch hier unten hin. Ich glaube, ich gehe jetzt mal eine Runde angeln. Okay. Erst bringe ich den. Ich war lange nicht mehr angeln. Ria ist immer noch nicht so verliebt in mich sein können. Daher halt ein paar Fische zu fangen. Natürlich am Meer. Salzwasserfische. So, und währenddessen, während wir da hinlaufen, das Steam-Passwort eingeben, ans Handy gelangen, Steam-Authentifikator rausholen, ist alles nicht so einfach. Das wäre ja sonst auch zu schön. So, Steam, was ist der Kürzel? Was ist das Kürzel? So der schön war das sein. J, B, 8Y4, 8Y4, ja, nice. Hast da habe ich mich anmerkt. Passwort gesagt? Nee, das ist das vom Steam Authenticator. Hi, Ria. Ja, kein Sinn. Die waren auch mal wieder im Dorf. Ja, die waren jetzt, wo sie ein eigenes Haus hat, hat sie ja eigentlich keinen Grund mehr im Dorf rumzurennen, aber sie tut es ja trotzdem. So, gehen wir mal hier Axel währenddessen, während wir hier angeln. Angeln ist der richtige Wort, um an. Dachsel wird aus. Oh. 2, 1. Oh, falschen Tasten. What the fuck? Das sind die richtigen Tasten. Oh,
Gut, es leckt natürlich wieder mal überhaupt nicht. Ah, komm schon, komm schon. Es entkommen, denn es war ein großer Fisch. Toll. Weißt du, was das gewesen wäre? Es wäre ein Wal gewesen. Man weiß ja nie. Okay, jetzt muss ich mich hier drauf konzentrieren. 1, 1, 2, 4. Den haben wir jetzt ganz entspannt gefangen. Nö, die letzten News, die bei Staxel hier noch drinstehen, sind tatsächlich die vom Halloween-Update vom 21.10.2018. Der schon, So. Ja. Ich habe meine Schweine umbenannt. Okay, wie heißen sie jetzt? Fuchsnase. Ja, nein. Komm okay. Her. Ich zeig's dir. Ich bin gerade am Strand am Angeln. Diesen, boah. Ich habe eine Nasenmuräne gefangen. Können wir mal halt die Nase nachher, ja. Nachher komme ich vorbei, das ist eine gute Idee. Da bin ich dabei. Da bin ich am Start. Und so lang wird noch ein bisschen geangelt. Ganz entspannt. 2, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Dann haben wir Erfolg. Das gönne ich mir. Ein Lachs. Ein kleiner Lachs. Achso, ich sollte die Angel auch neu ausschmeißen und nicht nur aufs Wasser starren. Da kommen wir nicht weit mit. So. Du hast was. Ja, das hoffe ich doch. Weil Angeln ohne Fische im Haken ist suboptimal. Und was haben wir Schönes gefangen? Ein Stechrochen. Ja, nice. Ich stimme dazu. Ja, was machst du da drüben? Du stehst da einfach rum. Kann nichts anderes. Ich glaube auch. Rumstehen. Das ist ihre Main-Fähigkeit. Rumstehen Main. West rumstehe, EU West. Da sehe ich. Ein Pufferfisch. Stimmt's, Ria? Sieht's aus. Du hörst was am Haken. Jawohl. Ein bisschen rumhaken. Können wir das auch rausziehen? Ein Skala. Skala erinnert mich immer an Mathematik in der Uni. Das fand ich nicht so gut. Okay. Oder in der Schule damals? Ein Skalarprodukt? Ich weiß es gar nicht mehr. Bye. Und schon haben wir einen Fisch gefangen. Oder ein Seepferdchen. Hallo Seepferdchen. Na geht's? Da hat man mal ein kleines Seepferd. Ja. Hallo Ria. Ria, warum starrst du mich so gruselig an? Weil wir haben eben schon festgestellt. Nein, sie kann nur rumstehen. Anstarren war noch nicht. War noch nicht. Es ist eine neue Fähigkeit. Ria hat sich entwickelt. Ria kann jetzt anstarren. Aha. Ria, bitte tu mir nichts. Sie hat auch so leichte, blutunterlaufene rote Augen. Das sieht nicht gesund aus. Ria, normale Wesen haben keine. Okay, tschüss. Ui, das war doch mal knapp. So, hui. Da, also. Muss mal aufpassen, ne? Das hätte auch eskalieren können. Okay, das ist eskaliert. Ich habe 5000 Mal die falsche Taste gedrückt. Und der Fisch ist entkommen. Er wollte weiterleben. Er hat es geschafft. So. Dein Inventar ist leer. Das ist leer. Das ist gut. Das ist ein neues Zeug looten. Immer schön looten. 1, 2, 3. Hab ich. Ja, wunderbar. Dann gefangen einen Champ. Einen kleinen Tramp. Und Ria steht wieder neben uns. Hallo. Okay, ich lasse sie nicht aus den Augen, auch während ich den Fisch fange. Ja, das ist einfach sicherer. Wer weiß, was die mit uns macht, ob sie uns gleich anfällt. Ein Flussbarsch. Schön, wenn man einen Flussbarsch aus dem Meer zieht. Das ist immer heißt so. Heißt auch Flussbarsch. Genau. Warum man ihn aus dem Meer zieht und nicht aus dem Fluss. Richtig, richtig. Das würde ja alles gar keinen Sinn machen sonst. Also, puh. Das ist so. Gut, dass du sagst. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ja. So, Ria. Ich habe ein paar Plastikringe. Hättest du die gern? Guck mal hier. Ria, guck mal hier. Du kriegst einen Fisch von mir. Ein Pufferfisch. Der gute Pufferfisch. Ria.
Ja, vielen Dank. Bist überglücklich? Das ist schön. Stechröhrchen kriegst du natürlich auch noch. Macht dich auch überglücklich. Und einen Lachs. Ja, guten Lachs. Hätte mir die Sushi machen können, aber nein. Eine Nasenmuräne auch. Die kannst du dir in die Nase stecken. Ein Stück Alge. Die. Ja, für die angenehme Ah. Nasenreinigung. Ein Seepferd. Einen Schrimp. Erstmal mit dem Aal vor. Nur mit dem Zitteraal. Gut, da kriegst du direkt so eine schöne Gehirnkrimme, damit das Ganze entspannt durchgeschüttelt wird und ja, die ein oder andere Synapse wieder frisch verkabelt wird. Aber gut, frisch verkabeln tun wir vielleicht nächste Folge. Okay, eigentlich wahrscheinlich nicht, weil hier gibt es keine Kabel. Zumindest keine, mit denen man was verkabeln kann in dem Sinne. Aber die Folge ist vorbei. Dementsprechend euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft gerne auch ein Abo da lassen. Fragen, Wünsche, Anregungen immer in die Kommentare. Und ja, morgen um 13 Uhr geht es weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund, haut rein und bye bye. Tschüss.